Willkommen. Heute soll es um das kleine Ding gehen, beziehungsweise, ja, heute halt. Das ist ja aus dem vorherigen Video, wo ich ja den Laminator gepimpt habe, im Teil 2. Habe ich ja gesagt, das ist kaputt gegangen. Es kam auch irgendwie Rauch, ich weiß nur nicht, wo das herkam, also der magische Rauch. Hier an der Seite sieht das ein wenig verschmurgelt aus, aber das ist eigentlich die 24-Volt-Seite. Das funktioniert auch noch. Wenn ich da jetzt Spannung drauf gebe, wenn das denn hier mal mit den Klammern gehen würde. Ne, falsch rum. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich halte es mal ans Mikro. Allerdings, normally open Kontakt geht es nicht mehr, also das schaltet nicht mehr, am close geht es, also es würde wieder aufgehen, aber ist egal, wir wollen das jetzt mal auseinandernehmen und mal reingucken, was wirklich passiert ist. Ich bin auch mal gespannt, ich kann es so jetzt eigentlich nicht mehr brauchen. Ich mache mal was fertig. Ich guck mal gerade. Das sieht auch vergossen aus. Ob ich da rankomme? Na gut, ich melde mich gleich. Also ich benutze jetzt hier ein Multitool. Ich darf ja nicht Dremel sagen oder Multischleifer. Weil, wenn ich dazu Dremel sage und das ist kein Dremel, könnte es ja Ärger geben. Ist ja wie bei Lego. Darf ja auch nicht zu irgendwas Lego sagen, was nicht Lego ist. Gut, aber ich nehme jetzt das Ding und versuche das Ding mal hier aufzuschnibbeln. Das sieht sehr komisch aus. Da komme ich schon ins Innere und bei den anderen, da sehe ich einen Kontakt und da komme ich nicht weiter. Also mal gucken. Nein, ich bin nicht der Held der Beißzange. Da müsst ihr auf einen anderen Kanal gehen. So. Ja, ich glaube, den Kontakt habe ich jetzt verbürgt. Oder? Ja, den Kontakt habe ich, glaube ich, jetzt verbürgt. Naja, hier ist jedenfalls ein Kontakt. Da ist auch noch irgendwas. Der scheint hier der normale Close zu sein. Ja, der scheint, das ist der, der nochmal zu ist, so wie es aussieht. Und den anderen. Ich versuche mal den Kontakt wieder hinzubiegen, aber so doll habe ich den nicht verbürgt. Nee, also mit so viel Gewalt war ich da nicht bei, dass der... So, aber der Kontakt sieht sauber aus, der andere Kontakt hier, der sieht nicht so sauber aus. Also der ist auf alle Fälle blau angelaufen, den habe ich wirklich getötet. Kontaktbrand sehe ich jetzt nicht so genau, so direkt. Ich biege den anderen mal auf. Ja doch, ist Kontaktbrand drauf. Wenn die Kamera scharf stellt, dann kann man es auch sehen. Da. Ja, also das Relais habe ich wohl getötet. Aber wie schaltet das?
So, das hat hier dieser Hebel, wie auch immer der jetzt so funktionieren mag, hat hier hinten Metall. Mach den mal zur Seite. Wie war der? Der war so drauf. So. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie schaltet das Ding. Ich habe ja hier die 24 Volt. Tut nichts. Aha. Das geht seitlich. Ah, es klemmt jetzt ein wenig. Kann man das erkennen? Ich hoffe, man kann es erkennen. Wenn ich jetzt 24 Volt drauf gehe, geht das so. Dann geht der Kontakt auf und der Kontakt geht zu. Und das geht auch nur in einer bestimmten Richtung. Wenn ich das nämlich verpole, geht das nicht. Zieht aber genauso viel Strom. Also das zieht jetzt so etwa 12 mA bei 24 Volt. Ja. Das ist ja... So eine Technik habe ich auch noch nie gesehen. Der von... So schaltet. Ist denn das Dings da magnetisch? Habe ich irgendwas, was magnetisch sein könnte? Ja, der eine hier, der ist auf alle Fälle, ist der magnetisch. Die andere Seite nicht. Die Seite ist magnetisch, auf alle Fälle. Ah ja. Gut. Darum ist das gefehlt. Ja, der Fehl. Ja, ich habe die Kontakte hier. Ich habe die Kontakte getötet. Gut, dann wissen wir ja auch Bescheid. Also so eine Art Relais habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne sie nur ein bisschen anders. Aber das ist ja auch nicht mehr schlecht. So, ich gehe da noch mal dichter drauf. So sieht's aus. Gut, dann danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal.